Nostalgie. Könnt ihr es erkennen? Und ihr seid das bist gehört. Du? Ja. Oh, es war so eine schöne Zeit. Und ich muss ehrlich gestehen, das ist einer meiner Lieblingsbilder von früher. Ja. Da hatten wir echt eine schöne Zeit. Da hatten wir echt viel Spaß. Das war echt cool. Ich glaube, ich müsste eigentlich auch noch ein paar Bilder haben von euch, aber bestimmt habt ihr noch mehr Bilder. Aber ich kann mich noch erinnern, da haben wir alle vier. Also ich glaube, da war Susi da noch gar nicht auf der Welt. Also da waren noch die anderen Rexroth-Geschwister dabei und ich. Und da waren wir, glaube ich, auf irgendeiner Feier. Sogar auf einer Hochzeit, glaube ich. Und haben wir mal getanzt. Zusammen. Pearly Shales. Kennt ihr das noch? Pearly Shales. Hey, ich sag euch, wir würden es noch heute zusammenkriegen, den Tanz. Ohne Spaß. Der liegt uns so im Blut. Pearly Shales, das haben wir so oft durchgetanzt, wirklich in der Formation. Pearly Shales war so der erste Tanz, das ein Kind bei Tante Luz lernen durfte und musste. Das stimmt, Pearly Shales. Und die ganzen anderen Alle sollen sich jetzt bitte melden in unseren Kommentaren, wer Pearly Shells tanzen you muss know. Und gelernt. You know who you are. Also ich muss ja zuerst Planting Rice lernen. Planting das Rice ist für die ganz Jungen, stimmt. In deiner Generation war es auch Planting Rice. Aber ey, okay, mach mich nicht klein. Ich bin mir gerade sehr alt. Aber in meiner Generation. Also früher. Also. Aber wisst ihr was? Ich durfte nie Tinikling tanzen. Ja, nur weil ich einmal auf die Fresse gefallen bin. Also ich habe immer nur die Bambusstäbe gemacht, also dieses Zusammenmachen und so. Ja, ich auch. Ich bin immer dazwischen reingekommen. Seitdem durfte ich auch nicht mehr tanzen. Ich musste immer daneben stehen. Und nur die coolen und irgendwas immer anderes so. Immer die es konnten, genau. Da konnte man nie irgendwie seine Skills verbessern. Aber ich glaube, das wollte ich auch nicht. Wegen meinem Fuß hat sich da öfters mal echt böse irgendwie da. Ja, verhangen.